Hallihallo liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Yoshi's Island. Ja, ich habe gehört, es soll weitergehen, dann machen wir das mal auch, ne? Ja, das letzte Mal ist auch schon, wie gesagt, etwas sehr, 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 sehr lange her. Ich weiß, dafür bitte ich auch vielmals um Entschuldigung, Freunde. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, was passiert ist. Wir hatten es nämlich mit Super Koopa zu tun. Das heißt, der Endboss der vierten Welt, wie ihr hier auch unschwer erkennen könnt, hoffe ich doch mal. Und ja, das bedeutet, wir gucken uns heute extra Level 4 an. Und das ist ein ziemlich cooles Extra, weil ich habe nämlich schon reingeguckt. Kanal Fatal. Oh je, Freunde. Yay, Stampfattacke, okay. Ich hoffe, ich kriege das noch überhaupt einigermaßen hin. Wie gesagt, ich habe schon sehr lange nicht mehr gespielt. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Also die kurze Version ist, ich hatte keine Zeit. Das ist die kurze, billige Version. Zu erklären, warum ich so lange keine Videos hochgeladen habe. Die lange Version ist einfach. Naja, ich hatte wirklich sehr, sehr viel zu tun. Ich bin, hatte meine Ausbildung noch, damit ziemlich viel Stress gehabt. Dann hatte ich auch noch, ach, eigentlich kann ich schon mal hier runter. Naja, dann bin ich auch noch umgezogen, musste da nochmal alles klären und der Typ soll mal hierher kommen. Ich will mit dem was ausprobieren. Komm her, du sollst nicht, so, kannst du, nein, nein, nein! Okay, ich kann schon mal nicht auf den da drauf springen, okay. Gut zu wissen. So. Und ja, jetzt habe ich endlich mal ein bisschen Zeit, im Voraus aufzunehmen. Und ja, deswegen habe ich mir heute gedacht, machen wir das doch mal, ne? Alles klar, und machen wir das mal im Kanal Fatal. Okay, ich komme hier definitiv nicht zurück. Dann, ich sehe schon, wohin uns das führt, nämlich in ein riesiges Labyrinth. Ich gehe erstmal hier rein. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Auf jeden Fall dort, wo es eine ganze Menge Eier gibt. Sehr schön. Oh, ey, bleib stehen. Nein, Mario. Nein. Nein. Her damit. Ihr Dreckigen. Tschüss. Ja, wie gesagt, ich habe schon etwas lange nicht mehr gespielt. Merkt man, glaube ich, auch. Aber hey, das macht das Ganze ja doch mal witziger. Und ich habe ein rotes Ei dafür bekommen. Zwar nicht getroffen, aber immer ein rotes Ei. Und das ist doch auch ganz schön, oder? Ja, finde ich schon. So, wo ist der Kollege? Komm raus. Will er nicht? Habe ich ihn doch irgendwie abgeworfen? Ohne es zu wissen, habe ich ihn kaputt geglitscht? Vielleicht habe ich ihn auch kaputt geglitscht. Ja, das kann sein. Und okay, da unten ist eine Piranha Plant. Merken wir uns das mal. Ja, wir können, glaube ich, hier nur erstmal hier hoch. Machen wir das auch mal. Hier haben wir auf jeden Fall eine Menge roter Münzen. Und eine merkwürdige Treppe. So, und Bounce. Und dann, oh, da ist auch schon unsere erste Blume gewesen. Sehr schön. So, wo kommen wir hier raus? Ich habe nicht den blassesten Schimmer, aber ich kann. Okay, ich kann den doch nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott. Also der Pfeil sagt zwar, ich soll dort unten runter, aber ich vertraue dem hier irgendwie nicht, weil Labyrinth und so kann man sicherlich verstehen, warum. Okay. Ich kann nicht mehr sprechen. Hier waren wir am Anfang gewesen. So, hier gibt es nochmal rote Eier. Nehme ich doch gerne an mich. So, hier oben komme ich tatsächlich nicht weiter. Okay, gut zu wissen. Ja, dann gucken wir uns einfach mal den einzigen Weg an, der uns bleibt. Nämlich diese Röhre hier. Ich wette, durch dieses Level ist Mario später auch Klempner geworden. Da dachte ich so, Mensch, dieses Labyrinth hier ist so geil. Ja, ich möchte am liebsten das jeden Tag machen. Deswegen schreibe ich mich gleich als Klempner ein. Oh, wir sind hier oben rausgekommen. Okay. Eine Kiste. Okay, dann folgen wir bei der Kiste. Okay. Dann einmal hier rüber.
Und noch einmal hier rüber. Und alles klar. Und... verdammt. Es hat nicht ganz geklappt. Aber warte mal. Dank der Kiste kommen wir jetzt hier hin. Ha! Sehr schön. Okay. Okay, das wird jetzt ein bisschen heavy, aber das kriegen wir alles hin. Keine Panik, Leute. Okay, das kriegen wir alles hin. Mist. Ich hab doch gesagt, das kriegen wir alles hin. einen kleinen Augenblick bitte, Freunde. So, da bin ich auch schon wieder. Mein Hund musste gerade noch raus, beziehungsweise der Hund meiner Eltern. Ich muss gerade diese Woche auf ihn aufpassen. Ja, der wollte einfach kurz mal raus, weil wenn die Natur kommt, dann, ja, man kennt's, ne? Okay, das muss uns aber auch nicht weiter beschäftigen. Und soll jetzt erstmal Yoshi weiter beschäftigen. Okay. Ach ja, hier, das haben wir gerade gemacht. Das hat uns fast unsere gesamten Eier gekostet, aber egal. Wir haben es immerhin geschafft, alles abzuwerfen und ist es wirklich alles ab? Ja, ist wirklich alles abgeworfen. Okay. Ich hab auch keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es irgendwie geschafft. Maulwurf, okay. Müssen wir jetzt irgendwie nach oben kommen. Aber dank des Maulwurfs kriegen wir das auch hin. Alles easy. Yay! Maulwurfs-Action. Warum macht der Maulwurf kein Geräusch? Macht er nicht immer so ein Buddelgeräusch? Ach, keine Ahnung. Schneller, schneller! Schneller! Oh Gott, ich hab's gleich, ich hab's geschafft! Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Sterne! Nehme ich alle an mich! Okay. Und dann rein hier. Okay, hier kriegen wir neue rote Eier. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Haben wir eigentlich Sterne zum Aufladen? Ja, wir haben genug Sterne zum Aufladen. Okay, gut. Sehr schön. Hier jetzt runter oder da drüben? Okay, da drüben glaube ich nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Den Kasten will ich gerne mitnehmen. Und hinterher. Also wie gesagt, ich vertraue den Pfeilen hier nicht. Darum... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yoshi. Nein, nein, nein. Okay, okay. Ich hab's gerade geschafft. Noch ein Stückchen rüber. Komm schon, Yoshi. Ja, sehr gut. Ah. Gut. Ach, guck mal. Wir haben tatsächlich eine kleine Schatzkammer mit roten Münzen gefunden. Sehr schön. Okay. Oh Gott. Ekelhaftes Vieh. Geh da weg. Komm, komm. Wirst du wohl herkommen. Dankeschön. Okay, ich glaube, wir müssen doch nochmal nach oben. Aber ist doch kein Problem. Wir haben zum Glück eine Kiste bei uns. Habe ich in weise Voraussicht mitgenommen. So, dann noch einmal zum Maulwurf werden. Oh yeah! Und es ist so verwirrend, dass der Maulwurf irgendwie gar kein Geräusch macht. Das ist so ungewohnt! Ich mag es nicht, wenn irgendwas ungewohnt ist. Wie zum Beispiel, wenn YouTube sein Design wieder neu ändert. Oder diverse andere Seiten. So. Kann ich irgendwie überhaupt nicht ab. Okay, dann haben wir das Geheimnis da drüben jetzt geklärt und ich glaube, wir müssten jetzt einfach mal mit der Kiste, mit der Kiste nochmal, ja, doch, nehmen wir das Ding mal mit und einfach mal jetzt, ja, okay, jetzt vertraue ich mal dem Pfeil. Okay, mit der Kiste, okay. Sehr schön. Und jetzt können wir in diese Röhre rein. Ha! Wunderbar. So, und, Helikopter-Yoshi, okay. Yay! Und ab nach oben. Ich habe schon gesehen, von der anderen Seite aus, hier waren noch ein paar Münzen. Das sind alles meine. Ja, und wer dagegen irgendwas sagt, ja, der lügt offenbar.
So, eine Piranha Plant. Na, Kumpel. Okay, wir haben uns fehlen noch 4 Münzen, 2 Blumen, das ist eine sehr gute Statistik. 4 Sterne kriegen wir auch noch irgendwie zusammen. Hoffe ich doch. So, wo kommen wir hier raus? Ah, okay. Jetzt schon mal 2 rote Münzen. Oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Ich wollte das eigentlich loslassen. Verdammt. Kann ich das nochmal holen irgendwie? Ist es jetzt wieder da? Bitte? Nein, es ist nicht da. Es ist nicht da. Okay. Dann gucke ich mal nach, wo ich mich hier in den Tod werfen kann. Okay. Ich schätze mal, das ist sowas, so eine Art, hier kommst du ganz zum Schluss rein. Dingens. Verdammt, ich kann mich hier nicht mal irgendwo in den Tod stürzen. Verdammt, hier gibt's. Das geht echt nicht. Naja, was machen wir jetzt, Freunde? Ich kann mich nicht mal irgendwo umbringen, weil ich eine Münze verpasst habe. Ja, das ist jetzt sehr unglücklich gelaufen. Warte, kann mich... Waren hier nicht die Fische drin? Ja, warte mal. Ich habe hier sowieso noch ein paar Sachen vergessen. Okay. Gut, merken wir uns das für das nächste Mal. So, jetzt ignorieren wir Mario einfach mal, weil... Weil wir es können. Ich sehe dich nicht, Mario. Oh, es ist so dunkel hier. Was? Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Nö. Tschüss. Was? Nein. Verdammt. Er hat mich gesehen allerdings. Ey, ey. Mach deinen Job. Tschüss, Mario. Tschüss. So, dann noch einmal. Kanal fatal. So, jetzt wisst ihr aber, was wir zu tun haben. Was wir zu tun und zu lassen haben. Erstmal hier runter. Ja, ich hasse solche roten Münzeier, weil ich weiß genau, es wird sowas passieren wie eben gerade. Früher oder später. Okay, dann ab. Du da, komm mal mit. So, dann einmal hier hoch. Ach, verdammt, jetzt muss ich halt die Blumen und Münzen an der einen Stelle wiederholen, wo ich keine Ahnung habe, wie ich vorher daran gekommen bin. Okay. Geschickt allem ausgewichen und geschickt die Münzen eingesammelt. Oh yeah. Und jump. Okay. Puh. So, da kommt gleich uns der Piranha Plant entgegen, deswegen einmal hier rüber. Und ja, jetzt war das glaube ich hier, oder? Nee, warte mal, hier waren wir schon von vorne rein. Okay. Puh, genau, da einmal hier runter. Zack und zack. Sternchen, sehr schön. Und einmal nach oben wieder. Ja. Seht ihr, Freunde, das geht doch recht flott. Alles kein Thema. Okay, die Kiste. Ja, okay, die Kiste kann jetzt nur an einer Stelle loswerden. Beziehungsweise benutzen momentan. Ich darf es jetzt nur nicht aus dem Bild bringen. Die Kiste.
Weil dann, das würde bedeuten, sie ist auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Und wir dürften dann nochmal den ganzen Weg die Kiste holen. Hier, seht ihr, Freunde, das ist, was ich meinte. Ich habe keine Ahnung, wie ich das vorhin geschafft habe. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Mist. Ich habe keine Eier mehr, verdammt. Doch habe ich, sehr schön. Ja, komm hier. Wir probieren es noch weiter mit Eiern. Ich habe gehofft, dass wir noch mal eine grüne Melone hätten. Hätte ich vielleicht mal versuchen können, durch diese Absperrung durchzuschießen. Okay. Hat geklappt. Wenn es auch beim ersten Mal viel eleganter war, das gebe ich gerne zu. So, nochmal Maulwurfs-Action. Pull dich schnell, beziehungsweise kriech schneller nach oben. Er buddelt hier ja nicht, er kriecht. Jetzt kriecht er rückwärts, warum auch immer. Er dachte sich wahrscheinlich, dass es eine verdammt gute Idee ist, rückwärts zu kriechen. Jetzt auf den Kopf! Mensch, er kann in alle möglichen Richtungen kriechen. Oh mein Gott. Schneller, schneller, schneller. Puh. Das war eine ziemlich knappe Kiste, du. Sterne. So, waren hier, kamen jetzt die roten Eier. Ja. Nee, nee, doch nicht. Okay. So, dann nehmen wir einfach mal wieder die Kisten mit, denn wir haben gelernt, eine Kiste mitzunehmen ist immer super. Immer awesome. Immer geil. Schieb weiter nach vorne. Renn dagegen, Yoshi. Kiste. Okay. Dann weitere Kisten-Action. Oh Gott, da ist ja dieser komische Typ. Nein, ich probier's nicht aus. Wollte nämlich schon ausprobieren, ob er vielleicht so ganz, ganz cool diesen komischen Typen aus dem Bild rausglitschen kann, beziehungsweise von der Map glitschen kann. Ist ja ganz witzig geworden. Das müsst ihr zugeben. So, nochmal Maulwurf. Ja, easy ist das doch. Seht ihr, gleich sind wir wieder bei der Stelle mit den roten Münzeiern. Ach. Wenn ich diesmal wieder vergeige, dann okay. Dann mache ich euch einen Cut. Dann ist mir doch zu blöd, das die ganze Zeit hier aufzunehmen. Okay, die Kiste. Ja, okay, komm mal. Dann schieben wir die Kiste einmal hier rüber und mitkommen. So, und hier runter. So. Aber sonst läuft es eigentlich ganz gut. Das müsst ihr zugeben, Freunde. So. Hubschrauber, Helikopter, Action. Action. Das ist auch so ungewohnt, dass der Helikopter keine Geräusche macht. Warum macht der Helikopter keine Geräusche? Man weiß es nicht. So. Rote Münzeier. Sterneier. Ganz normale rote Eier. So. Und ja, okay, hier ist, das ist mein Nemesis hier. Okay. So, ist mit voller Konzentration hier, deswegen sage ich jetzt gerade nichts. Ich will die Eier nicht schon wieder wegwerfen. Okay.
Da kommt eine Plant an. Okay, und die andere... Sag mal gerade, wie viel haben wir jetzt nochmal? Wie viel... Ich will gerade gucken, wie viele Eier wir haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Drei, vier, okay. Nochmal hier rein. Rück mir nicht so auf die Pelle, Kumpel. So, kriegst du ein Ei in die Fresse. Sehr schön, wir haben alle Münzen. Aber das schon mal zum Glück geklärt. Ich warte auf die Kiste. Verdammt. Denn ich weiß, die Kiste werden wir früher oder später nochmal brauchen. Lass mich in Ruhe, komische Pflanze! Okay, wir vertrauen einfach mal dem Pfeil. Hey, das war sogar richtig. Ab durch die Röhre. Und, okay, dann sind wir wirklich hier. Es fehlt, glaube ich, jetzt nur noch vier Sterne und eine Blume. Aber kein Thema, das kriegen wir hin. Die Blume kam, glaube ich, sogar noch hier. Bevor ich gerade wirklich Bammel habe, dass wir die Sterne nicht rechtzeitig auffüllen können. Ah, eigentlich gar nicht mal, weil ich weiß ja, wir haben diese Sterneaufladedinger noch. Okay, dann ein Sternaufladeding ist es. Na gut, Spiel, na gut. Wenn du mich sonst nicht lässt, aber dafür haben wir jetzt alles, ne? Ja, ja doch, wir haben alles. Sehr schön. Na komm schon, Bonus-Game! Oh yeah! Bonus-Game! Mensch, das ist doch ein richtig cooles Level gewesen. Kein ewiger Tod und Abgründe-Krams. Auch wenn ich einmal einen Tod und Abgründe-Krams gehabt hätte. Aber egal, mir hat das extra Level sehr gefallen. Im Vergleich zu den vorherigen... Doch, definitiv sehr, sehr schön. So, was haben wir als Bonus-Game? Rubbeln, du kannst drei Karten frei rubbeln. Yay! Leben, Hammer, ja, nicht. Sowieso schon en masse. Na gut, dann nehmen wir einfach mal die goldene Mitte. Und die goldene Mitte ist schon mal eine fette Niete. Dann nehmen wir den hier. Immerhin schon mal ein Mario. Und noch einer, ja, komm. Okay, noch eine fette Niete. Na gut, immerhin ein Leben. Beschwere ich mich jetzt auch nicht. Ja, da haben wir das eine Leben wieder reingeholt, was wir geopfert haben vorhin. Sehr schön. Und, ja, dann geht's nächstes Mal weiter mit mehr Lakitu Action. Ich freue mich. Ich hasse Lakitu. Das soll wegbleiben. Das soll nie wiederkommen. Okay, Freunde. Ich wünsche euch was. Bis dahin, Freunde. Ciao.